Hallo und herzlich willkommen bei Kreativdesign. Ich bin Sibylle Engbers und ich zeige dir gerne, was in dem aktuellen Deal enthalten ist. Fangen wir einmal an mit dem ersten Standschablonenset. Das ist einmal hier der große Wal, ein kleinerer Delfin und das Fischernetz. Dann kommt eine Standschablone dabei, mit der man eine Randbordüre in Form von diesen Wellen gestalten kann. Die ist nicht nur für maritime Werke geeignet, sondern auch sehr schön in Kombination mit Blumen nutzbar. Dann gibt es 4 Blatt doppelseitig bedrucktes Motivpapier in DIN A4 Größe. Dieses Set, diese 4 Blatt stammen jetzt aus dem Set Nautical Traveler. Einmal hier mit den Linien. Es ist doppelseitig bedruckt, sodass du im Grunde genommen nur noch die Entscheidung treffen musst, für welche Seite du dich entscheidest bei deinem Bastelprojekt. Hier sind noch die kleinen Anker als Linie. Dann eine ganze Seite mit den Ankern. Holzoptik, großer Anker. Also 4 Blatt sind in dem Set davon enthalten. Und dann gibt es Unikarton. Und zwar 3 verschiedene Blautöne in DIN A4 und 2 weiße Leinkartonstücke in DIN A5. Hier bei diesem hellblauen und mittleren blauen, da ist noch interessant, wenn du das Papier mit etwas Schleifpapier bearbeitest, kommt darunter diese hellere Farbschicht zum Tragen. Das hat das als Bedeutung und hier ist dann nochmal so ein etwas dunklerer Ton und der etwas hellere dabei. Auch sehr schön, wenn du Elemente stanzt, embossed und dann das Embossed, also das Geprägte, damit bearbeitest, sorgt für sehr schöne Optiken. Und dann haben wir noch 2 kleine Mini-Magnete im Set. Und zwar werden die gehalten an dem kleinen Wahlelement. Das kleine Stanzelement gibt es jetzt dabei, damit die kleinen Magnete nicht verschwinden. Und die sind optimal dafür geeignet, weil ich werde auch ein neues Bastelprojekt am Wochenende hochladen, zu dem ich dich herzlich einlade. Schau auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Ich wünsche dir eine gute Zeit, bastel dir Lebensfreude, sichere dir gerne das Set, solange der Vorrat reicht und wenn es dir gefällt, schreib mir gerne in den Kommentar eine E-Mail, eine Nachricht, wie auch immer. Empfehle mich weiter. Bis dahin. Lass es dir gut gehen. Tschüss.